Und damit Hallöchen, ihr Raketen, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde City Skylines. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Back to the Root. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, lange habt ihr gewartet. Knappe 2 Wochen hat es jetzt gedauert, bis diese Folge rausgekommen ist. Ich habe es ja geschrieben, ich war spontan in einem Kurzurlaub, habe das Ganze dann nochmal ein wenig verlängert und habe mal 2 Wochen versucht, Auszeit auch ein wenig von YouTube zu nehmen, denn im Moment war es ja, ich sag mal, die letzten Wochen ganz schön kräftezehrend und irgendwann hat halt auch so ein bisschen der Spaß und die Leichtigkeit gefehlt. Von daher hoffe ich, dass wir jetzt gut wieder zurückstarten können. Was wollen wir heute machen? Heute wollen wir hier in unserer Stadt ein Einkaufszentrum bauen, wollen das auch anschließen und brauchen dazu halt eine größere Fläche. Wir gucken mal, wie das Ganze am Ende aussieht. Ich würde vorschlagen, wir legen jetzt einfach mal los, starten diese Folge. Also los geht's nach dem Intro. Let's fetz. Okay, also letzten Endes geht es hier um dieses Stückchen. Was wir jetzt allererstes machen, wir müssen ein bisschen wieder Terraforming machen, weil wir hier hinten natürlich jetzt eine ebene Fläche brauchen, um das Ganze hinzubauen. Ihr wisst das selber, das Einkaufszentrum oder die Einkaufszentren aus dem Shopping Mall Content Creator Paket, die sind ein bisschen groß, zumindest die ganz hinten, die größte. Wir gucken uns das hier auch jetzt gleich mal an. Diese hier, ihr seht, das Ding ist riesig, hat 2 Anbindungen vorne und hinten. Und das würde ich ganz gerne so ein bisschen außerhalb machen. Ihr kennt das wie so ein Outlet, die auch mal so ein bisschen außerhalb der Stadt sind. Wir versuchen das Ganze so ein bisschen schräg mit ranzusetzen. Und dann müssen wir halt auch gucken, dass wir dementsprechend gleich die ersten Anbindungen bauen. Also hier von weg habe ich überlegt, dass wir einen Kreisverkehr bauen. Deswegen setzen wir den jetzt auch hier mit ran. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir das Ganze auch erreichbar machen von der Autobahn, und damit wir später hier den Kreisverkehr nicht verziehen, haben wir vorher erstmal ein Kreuz reingesetzt. So, für die Autobahnanbindung habe ich überlegt, dass wir das Ganze hier drunter durchbasteln, mal ja die Autobahnauffahrt versuchen wieder ein bisschen besser zu machen. Das letzte Autobahnkreuz ist ja nicht ganz so schick geworden, halt auch weil der Platz nicht da war. Hier fehlt es jetzt auch ein bisschen an Platz, aber letzten Endes sollte das eigentlich passen. Ich werde versuchen, oder ich habe versucht, hier das Ganze so zu bauen, dass wir quasi links und rechts einen Kreisverkehr haben. Das Ganze dann anbinden durch diese kleine Verbindungsstraße hier. Das Ganze auch vernünftig unter der Autobahn durchführen. Und den Verkehr, der dann quasi von der Autobahn abkommt, dass wir den durch diesen Kreisverkehr halt auch immer gleich vernünftig leiten können. Und ich denke, dass das eigentlich ganz gut klappen sollte, wenn es dann später anläuft. Im Moment lassen wir es auch laufen im Hintergrund einfach, weil jetzt, ja, es gibt jetzt kein Problem. Es geht nichts kaputt, es geht nichts pleite, wenn wir es laufen lassen. Von daher ist das schon soweit in Ordnung. So, so sieht das Ganze aus. 2 Kreisverkehre. Jetzt werden wir jeweils die Auf- und Abfahrten halt an die Kreisverkehre mit anschließen, sodass wir da vernünftig rankommen. Das sollte eigentlich recht zügig gehen. Das Stück Autobahn ist hier halt gerade und von daher ja, dürfte es da jetzt nicht so viel Schwierigkeiten geben, das Ganze halbwegs vernünftig mit hinzukriegen. So, das Ganze jetzt hier noch mit angeschlossen, dann die Richtung geändert, dass dieser Knick auch noch mal ein wenig verschwindet und dann das Ganze auch auf die andere Seite gesetzt. Durch den Kreisverkehr kann man auch immer noch gucken, dass man später dann dieses Stückchen Straße halt auch noch mit der Hauptstraße dann verbindet, um damit den Verkehr halt auch so ein bisschen ja, zu entschleunigen. So, andere Seite auch nochmal. Und dann haben wir eigentlich schon relativ zügig die Auf- und Abfahrten hinbekommen. Hier wird es jetzt natürlich noch mal ein bisschen tricky, weil die ganze Geschichte hier anfängt, eine Kurve zu kriegen. Aber ich sage mal, im Großen und Ganzen geht das auch hier eigentlich relativ easy. Durch die beiden Kreisverkehre nimmt diese Auf- und Abfahrt natürlich dann doch ein bisschen Platz weg. Zumindest links und rechts der Autobahn, das muss man fairerweise sagen, aber ich denke, es ist
so ziemlich mit die filigranste Lösung. Das jetzt hier hat mir dann doch nicht so gefallen. Da habe ich gedacht, machen wir dann doch nochmal neu, weil es ein bisschen länger war. Aber letzten Endes haben wir einen neuen Versuch gebraucht und dann hat es auch hier geklappt. So sieht das jetzt aus. Jetzt habe ich überlegt, wie wir das Ganze am besten mit anbinden. Links, rechts, oben, unten. So, dass es halbwegs auch vernünftig aussieht. Dieses Stück Verbindungsstraße. Kann man sich später auch nochmal überlegen, ob man das dann nochmal neu macht, ob man die vielleicht anders macht. Vielleicht auch den großen Kreisverkehr nochmal abreißt, wenn man da vielleicht später noch was anderes hinbauen will. Muss man erstmal gucken, wie stark der Verkehrsfluss letzten Endes dann in Richtung Einkaufszentrum ist. Also ob der Kreisverkehr überhaupt vonnöten ist, um, ich sag mal, hier halt, ja, so ein bisschen als Staupuffer auch zu fungieren. Sollte der Verkehr hier nicht übermäßig viel sein, dann kann man den, wie gesagt, abreißen und dann kann man hier einfach ein Stück normale Straße mit hinbauen. So, Anbindung steht zwischen den Kreisverkehren. Jetzt habe ich mir überlegt, okay, wir machen hier auf jeden Fall Parkplätze hin, das brauchen wir auf jeden Fall. Ein Einkaufszentrum und Outlet ohne Parkplätze, das ist natürlich, das geht nicht. Also setzen wir hier vorne noch welche mit hin. Versuchen dann noch ein paar Wege mit dazwischen zu machen, um das Ganze ein wenig, ja, zugänglicher zu machen für die Besucher. Hier müssen wir natürlich alles noch mal kurz ausmachen, sämtliche Hilfen, damit wir den Weg relativ weit nach vorne ziehen können. Bei manchen Wegen ist das ja immer so eine Geschichte, dass das dann halt nicht ganz so passt. Also von daher, aber hier ging das auch sehr, sehr zügig. So, Parkplätze sind gebaut, Weganbindung ist da. Jetzt hatte ich überlegt, neben das Einkaufszentrum quasi so ein kleines Kettenkarussell zu bauen und gleich auch noch eine Hüpfburg. Einfach um halt, ja, ich sag mal, so ein bisschen Animationen auch für Familien und Kinder zu haben. Ihr wisst das ja selber, in so einem Outlet oder in so einem riesengroßen Einkaufscenter, da ist ja auch immer meistens noch irgendwas für Kinder. Es sind entweder Spielplätze da oder ja, irgendwelche Animationsmöglichkeiten. Das haben wir jetzt hier so groß nicht, aber deswegen habe ich mich halt für das Kettenkarussell und die Hüpfburg entschieden. So, hier wollte ich eigentlich diese Selbstversorger-Gewerbegebiete hinmachen. Diese Bioläden und sowas alles. Ihr habt es aber gerade gesehen. Ich habe erstmal mit dicht besiedelten Wohngebieten ausgewiesen. Das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, sondern erst später, weil mir dann aufgefallen ist, halt, Moment, das sieht aber nicht so aus, wie es aussehen soll. Deswegen wird das nachher auf jeden Fall nochmal geändert. Im ersten Moment habe ich das tatsächlich gar nicht mitgekriegt, sondern für mich war grün war Bio und deswegen, ja, haben wir hier schnell ein paar Wohngebiete mit hingesetzt. Ihr habt gesehen, links noch ein kleiner Platz mit Eiscreme, wo ein paar, ja, Softeis oder generell Eis gekauft werden kann. Jetzt wird das Ganze noch so gemacht, ich habe mir überlegt, dass wir das halt mit anschließen, dass der Hintereingang halt auch mit angebunden ist. Dort wird dann nachher eine Bushaltestelle mit hinkommen und hier läuft die Straße dann einmal dicht am Einkaufscenter entlang. Und auch hier, ihr seht es, dicht besiedelte Wohngebiete. Es wird, wie gesagt, nachher noch alles verändert. Ich habe noch kurz überlegt, ob man hier vielleicht so eine Tankstelle mit Restaurant mit ransetzen könnte irgendwo. Aber das Ding war halt auch so riesig, dass es, glaube ich, dann den Blick nachher vom Einkaufscenter halt wegnehmen würde. Und dementsprechend habe ich das dann halt sein gelassen und habe halt gesagt, okay, wir machen halt wirklich nur diese paar Gewerbegebiete dahin und dann sollte das eigentlich passen. So, der Kreisverkehr ist jetzt noch umgeändert in eine Einbahnstraße, damit wir halt hier nicht in beide Richtungen fahren. Und was jetzt auf jeden Fall noch mit hin soll, ist eine U-Bahn-Station und eine Straßenbahnstation. Ich hatte halt erst überlegt, ob man da vielleicht noch ein Hub mit hinsetzt, so eine Kombination aus mehreren Sachen, habe mich dann aber letzten Endes für eine einzelne Straßenbahnstation und für eine einzelne U-Bahn-Station entschieden. Wir werden aber hier diesen, ich nenne es mal U-Bahn, oder ich nenne es nicht nur so, sondern das heißt ja auch so U-Bahn-Straßenbahn-Hub, den werden wir oben gleich noch mit ransetzen,
an unsere Fußgängerzone. Ich hatte erstmal kurz überlegt, ob man den hier vielleicht irgendwo mit dran setzen könnte, ob das Sinn machen würde. Aber tatsächlich, ja, glaube ich, wäre das unten zu groß gewesen. Da unten so eine vierspurige Straße mit hinzusetzen, würde halt hier auch einfach nicht passen. Deswegen nehmen wir den hier weg und werden den dann gleich hier hinsetzen, genau auf dieses Stückchen hier. Das heißt, wir müssen es hier nochmal abreißen. Da können wir es nicht ransetzen. Da können wir es auch noch nicht ransetzen. Sondern wir müssen letzten Endes dann hier ein Stück abreißen. Ich habe nach hinten raus vergessen, die Fußgängerzone dann nochmal zu Ende zu ziehen. Das muss ich auf jeden Fall dann in der nächsten Folge machen, dass wir hier nicht die Wege haben, die dann ins Leere laufen. Hier haben wir es auf jeden Fall erstmal jetzt angeschlossen, das passt soweit. Und dann kann nämlich die Straßenbahn hier auch weiter rumfahren. Hier auf dem Stück passt es nicht ganz, da müssen wir nochmal kurz ein bisschen nachjustieren, das Ganze nochmal ein Stückchen abreißen und dann neu basteln, damit wir die Straßenbahnstrecke dort rankriegen. Manchmal sind es so Kleinigkeiten, wo es dann nicht ganz passt, aber ich glaube, wir haben das nach hinten raus ganz gut hingekriegt. So, dann war die Frage, welche U-Bahn-Station. Generell fand ich die höher gelegte U-Bahn-Station eigentlich ganz schick, weil sie halt die ja unten noch Geschäfte im Bahnhof mit drin hat. Wir müssten aber die gesamte U-Bahn-Strecke hoch verlegen. Ich habe es jetzt erstmal tief gemacht. Es kann sein, dass wir das in einer der nächsten Folgen nochmal neu machen. Also, dass wir nochmal die U-Bahn-Strecke legen und dann sie halt komplett hochlegen. Ich werde euch auch gleich zeigen, warum. Erstmal probieren wir jetzt hier noch kurz aus, wo genau die Straßenbahn mit hin soll. Auch da haben wir noch ein, zwei Versuche gebraucht und das erst nach hinten raus dann gleich besser gebaut. Hier gab es ein bisschen ja, Fummelarbeit, inwieweit die Wendeschleife hier halt passt. Und so, dass sie halt auch gut aussieht, dass die Straßenbahnstation vernünftig mit angepasst wird. Aber ihr seht, es ist, naja, es manchmal klappt das nicht im ersten Moment so, wie man das möchte. Nach hinten raus hat es dann aber funktioniert. So, dass es halt auch, ja, in Ordnung aussieht. So. Die U-Bahn-Strecke, wie gesagt, wir lassen sie jetzt erstmal tief laufen. Weil das größte Problem ist nämlich, wenn wir gleich vom Stadion kommen. Also die U-Bahn-Strecke wird jetzt hier vom Stadion langlaufen. Ich muss erstmal gucken, wo der nächste Anschluss ist. Also von wo aus wir von der bisherigen Stadt dann die U-Bahn auch lohnenswerterweise in Richtung Stadion bauen können. Ich habe mich dann halt dazu entschieden, dass wir das dann hier oben machen. Einmal quer durch die Stadt unten durch. Hier oben mit lang. So, und jetzt haben wir halt das Problem, hier kommt die U-Bahn von unten und es ist hier schon relativ schwer, weil die Abfahrt relativ steil ist. Müssen wir mal gucken, ob wir das später nochmal ein bisschen filigraner arbeiten. Also in dem Moment, wo wir halt ja, die Strecke hier gerade laufen lassen oder generell von dem Abwärtstrend runtergehen, ist es relativ steil geworden. Müssen wir mal schauen, ob wir das so lassen. Viel wichtiger wird es jetzt hier hinten. Also auch hier war schon sehr, sehr steil und wenn wir drunter durchgehen, dann reißen wir halt viel ab. Also wir kommen zum einen nicht unter der Brücke hier durch, ohne dass wir sie abreißen. Und auch die Straße oben, ja, ist dann relativ klein und dünn, passt nicht mehr so ganz ran, so wie ich mir das halt gewünscht oder vorgestellt hätte. Also wir müssen letzten Endes gerade rüberlaufen. Also wir müssen mit der U-Bahn zumindest hier am Anfang oberhalb laufen, das werdet ihr auch gleich sehen.
Und dann gehen wir runter, weil wir die anderen Stationen jetzt ja schon unten haben. Das ist so ein bisschen der Grund, warum ich überlege, ob man vielleicht in den nächsten Folgen doch noch die U-Bahn erhöht laufen lässt. Also als oberirdisch, als Tagbahn quasi. Ich glaube, das macht uns dann auch ein bisschen flexibler. Ihr seht das jetzt, wir kommen hier halt auch nicht drüber, über den Tunnel. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach auch erstmal gerade lang. Ich hatte dann überlegt, okay, wir reißen das jetzt mal ab und gucken einfach mal, was passiert, wenn wir oberhalb laufen. Hier kommen wir nicht ganz rüber, hier müssen wir erhöht sein, weil die Straßenbahnstrecke ja quasi schon erhöht ist, weil sie ja hier hochkommt. Das heißt, wir müssen ganz kurz aufwärts gehen. Also hier mit ran. Und dann quasi rüber, sodass wir hier jetzt ein bisschen hochkommen und dann von hier jetzt runtergehen, um wieder unterirdisch zu laufen. Ich sag mal so, ich habe es, glaube ich, ganz gut hinbekommen, nachdem es jetzt fertig war. Aber, und das ist das, was ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es alles ein bisschen schicker aussieht und dass es vielleicht auch für uns besser ist, wenn wir diese Strecke oberhalb bauen. Das Einzige dann ist, wir müssen halt gucken, die Autobahn ist dann halt im Weg. Also es kann sein, dass wir die Strecke nochmal umlegen müssen. Da müssen wir dann, ja, ich sag mal, in den nächsten Folgen einfach ein bisschen gucken, ein bisschen probieren und dann mal schauen, ja, was letzten Endes dabei herauskommt. So, hier ist man so ein bisschen versetzt voneinander gelaufen. Das heißt, das musste ja auch nochmal angepasst werden, damit wir dann nach hinten raus an die U-Bahn-Station halt auch mit rankommen, damit die Kurve hinten nicht zu eng ist. Ja, also musste halt alles ein bisschen probiert werden. Ich habe es dann hier hinten nochmal versucht mit der Höhe und geguckt, ob es da halt ein Ticken besser ist. Aber auch das hat mir hier nicht so gut gefallen. Also auch das musste quasi nochmal neu gemacht werden. Dieses Stückchen hier. So, aber ich sag mal, hier ging es jetzt eigentlich von der Höhe. Bis hier hinten dann noch eine kleine Kurve. Das eine Stück hier habe ich halt auch noch mal kurz mit angepasst. Jetzt nach hinten raus. Ihr seht, das hier ist halt noch so ein großer Knick drin. Deswegen habe ich den noch mal abgerissen und habe das Ganze halt einfach hoch verbunden. Dann sieht das alles noch ein wenig weicher und ein wenig filigraner aus. So, jetzt kommen noch überall ein paar Bäume mit dazu. Die allgemeine Deko, so dass es hier halt nicht ganz so nackig dasteht. Die obligatorischen Büsche, ihr kennt das. Und dann war so, ja, jetzt so ein bisschen Deko-Time. Wie gesagt, es werden gleich noch Bioläden mit hinkommen. Ich habe das Ganze dann nochmal anlaufen lassen, dann ist mir das aufgefallen, als ich gesehen habe, dass dort Wohnhäuser stehen, dass das nicht ganz so dem entspricht, wie ich mir das vorstelle. Hier nochmal denselben Fehler gemacht, grün für Bio. Aber im Großen und Ganzen war das Einkaufszentrum jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich schon fertig angeschlossen und soweit auch fertig. Ein, zwei Windräder noch, das Ganze noch wie so einen kleinen Windpark wieder mit ein paar Wegen noch mit ausgestaltet, sodass man ja quasi rankommt.
hier kurz überlegt, wo der Weg am besten lang gehen soll. So dass wir dann oben quasi am Bahnhof mit ankommen. So, den Feder immer weiter mit ausgebaut. Grün für Bio. So, hier auch nochmal die Wege mit weggenommen, ein paar Bäumchen mit reingesetzt. Dann hat das jetzt erstmal soweit gepasst. Was auf jeden Fall noch mit dran muss, ist die Straßenbahnhaltestelle. Auch die müssen wir natürlich noch mit anbinden. Hier hinten soll ja noch der Bus mit rankommen. Da hatte ich dann überlegt, ob wir das Ganze so machen. Wir gehen aber dann direkt von der Kreuzung hier mit hoch. Das macht auf jeden Fall mehr Sinn, ist ein bisschen breiter. Was ein bisschen schade ist, halt immer das mit den Wegen und den Platten, dass man das hier halt nicht vernünftig ausbauen kann. Ich habe mir jetzt hier gleich einfach zwei normale Standardwege genommen, weil halt auch die Plätze nicht gepasst haben. Man kann jetzt überlegen, ob man das nach hinten raus vielleicht nochmal um ein, zwei kleine Felder erweitert, damit hier so ein kleiner Platz mit Dach hinpasst. Aber letzten Endes ist es der Hintereingang und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich mache hier vorne einfach diesen normalen Standardweg hin, so dass die Fläche so ein bisschen ausgegraut und betoniert ist. Es passen leider keine Bäume hin, aber das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Wir machen das dann so ein bisschen links und rechts daneben, so dass das Ganze hier halt dann ein wenig natürlich aussieht und wir ein bisschen den Hintereingang auch noch begrünen. So, hier ist mir das jetzt tatsächlich aufgefallen. Huch. Also jetzt haben wir den Fehler auch noch korrigiert und Bioläden mit hingebaut. Die Parkplätze funktionieren und auch die normalen Plätze werden gut angenommen. Und ihr seht es, auch wenn das jetzt relativ schnell ist, dass der Kreisverkehr schon dafür sorgt, dass es hier sehr, sehr flüssig ist. Was jetzt natürlich noch fehlt, wie eben angesprochen, ist die Straßenbahn. Da war jetzt noch so ein bisschen die Frage, wo bauen wir die mit hin? Ich habe kurzzeitig überlegt, ob wir die dann vielleicht auch einfach schräg reinbauen. Aber ich glaube, dass die gerade halt nicht verkehrt war. Deswegen war das erstmal nur ein Versuch. Und letzten Endes habe ich es dann aber doch so gebaut, wie wir es am Anfang schon hatten. So, hier nochmal den Weg und die Bahn mit hingesetzt. Ja, jetzt habe ich gedacht, okay, schräg ist doch nicht ganz so schön. Sieht halt irgendwie komisch aus, wirkt irgendwie nicht. Und von daher, habe ich das Ganze dann nochmal abgerissen. Und das Ganze dann gerade hingebaut, angeschlossen. Wir haben tatsächlich, ziehen wir gleich auch noch die Linien. Aber erstmal müssen wir halt ein bisschen gucken, wie wir das mit dem Platz hinkriegen. Es sieht relativ eng aus. Nach hinten raus passt es tatsächlich aber. Manchmal muss man halt auch ein bisschen probieren. So minimale Stückchen. So, jetzt habe ich die Anbindung noch hier hinten an die Straße. So, dass es halt auch ein bisschen vernünftig aussieht. Den Weg nochmal und dann ging es eigentlich hiernach jetzt nur noch so ein bisschen um die Restdeko, nenne ich das mal, und um das Anschließen der Straßenbahn, also im Sinne von Ziehen der Linien, so dass wir halt die U-Bahn und die Straßenbahnlinien ziehen.
So, der Weg zu unseren Windrädern ist auch gebaut. Das Ganze jetzt nochmal ein bisschen eingegrünt. So, dass es hier nicht so nackig aussieht. Und dann passte das. Jetzt nochmal der kurze Blick. Okay, warum sind die Häuser so groß? Und ich habe, als ich vorhin diesen Bereich hier nochmal neu eingezogen habe, habe ich quasi zwei Bereiche überkreuzt. Und dadurch hat sich der, ich nenne es mal, der alte Bezirk hat sich gelöscht und dadurch halt auch die Spezialisierung auf Bioläden. Das haben wir nochmal kurz abgeändert. Jetzt seht ihr das hier, dass ich die U-Bahn-Station nochmal neu ziehe bzw. unten anbinde und dann die Station jetzt hier halt das erste Mal ziehe. Das ist jetzt auch kein Kreis, kein Ring oder sowas, sondern es ist halt eine einzelne Strecke. Das liegt aber auch daran, dass das gesamte Netz auf dieser Karte, in dieser Stadt, die wir bis jetzt gebaut haben, halt auch schon viele, viele verschiedene Systeme jetzt hat. Und dadurch, dass wir so viele Jahre, nachdem wir die Stadt gebaut haben, jetzt wieder eingestiegen sind, ist es halt auch schwer, das komplette Nahverkehrssystem nochmal neu aufzustellen und das vielleicht nochmal neu zu ordnen. Deswegen sieht das jetzt hier teilweise ein bisschen aus wie Kraut und Rüben, aber es funktioniert, es läuft und die Strecken an sich werden eigentlich auch ganz gut angenommen, sowohl bei U-Bahn, bei Straßenbahn als auch beim Zug. So. Jetzt haben wir hier noch irgendeinen Meilenstein bekommen. Keine Ahnung warum. Kurz noch eine Straßenbahn mit ausgesucht. Eine schicke, die auch entsprechende Kapazität hat. Und dann sieht das jetzt so aus. Den Laden hier müssen wir noch mal kurz ein bisschen verändern, weil er sich immer wieder an der Straßenbahnhaltestelle aufbaut, dadurch, dass der Fußgängerweg da ist und dadurch eine Fußgängerzone braucht. Jetzt habe ich gesagt, okay, wir reißen hinten einfach, machen aus dem 4x4, machen wir halt, oder aus dem 4x3, 3x4, wie auch immer, machen wir halt nur 3x3, damit ist die Anbindung hinten nicht da und es sollte eigentlich soweit passen. So. Kurz noch ein wenig Deko hier vorne an der Straßenbahnhaltestelle und noch schnell die Verbindung zwischen Straßenbahnhaltestelle und Einkaufscenter, sodass die Leute natürlich hier auch mit aussteigen können. Es würde uns ja nichts bringen, eine Straßenbahnhaltestelle zu haben, wenn dort keiner zum Einkaufscenter kommt. Deswegen noch die kurze Anbindung über die Wege. Hier ein, zwei Bäume mit hingesetzt. Das Ganze ein bisschen schön gemacht. Und dann passt das soweit. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus. Viel mehr können wir jetzt auch nicht machen. Viel mehr Möglichkeiten, glaube ich, die mit dran zu bringen, haben wir auch nicht. Wir haben jetzt auch die Anbindungen alle mit dran und in der nächsten Folge werden wir dann gucken, dass wir auch noch die Buslinie mitziehen. Ich hoffe, ihr seid froh, dass es endlich wieder weitergeht. Ich bin es auf jeden Fall und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ja, wünsche ich euch einen schönen Abend. Geht da steil, bleibt da geil. Ich freue mich auf euch. Haut da rein. Tschüssi.